Ja, es sieht zwar anders aus, ist aber tatsächlich das, was ihr jeden Dienstag pünktlich um 21 Uhr seht, nämlich P3. Heute mit, natürlich passend zum Uncharted-Thementag, einer etwas anderen Dekoration. Nichtsdestotrotz aber angefüllt mit fantastischen Themen, viel Spaß und teilweise auch sein, wo man aber, und das muss ich an der Stelle nochmal erwähnen, sich nicht hangeln darf. Ich wäre total gerne hier lianenmäßig und Tarzan-like in das Set hineingeschwungen, aber mir wurde es verboten. Angeblich bin ich zu schwer für unser leicht altersschwache Gerätschaft, die da oben das Licht zu tragen hat. Deswegen heute zwar mit viel Action, aber mit nicht ganz so viel Stunts, die ich hier performe, aber mit fantastischen Themen. Natürlich ein Hauptthema, beziehungsweise das Hauptthema, auf jeden Fall Uncharted Drakes Schicksal, ein Spiel, was auf der PlayStation 3 auf jeden Fall unter Beweis stellt, was alles möglich ist mit der PlayStation 3 und was wir an coolen Spielen vor allem auch in naher Zukunft noch erwarten dürfen. Dazu gibt es aber noch verschiedene andere Sachen, unter anderem natürlich auch wieder einmal eure E-Mails, die ihr mir in der vergangenen Woche alle so geschickt habt. Da gibt es einiges, was ich heute auch gerne mal wieder thematisieren möchte und mir dafür jetzt direkt am Anfang noch ein bisschen Zeit nehme. Und dann gibt es noch einen zweiten Titel, den ich etwas kürzer als Uncharted auf jeden Fall vorstelle, aber auf jeden Fall auch vorstellen möchte, nämlich, und ich greife dabei hinter mich, Guitar Hero 3, Heroes of Rock. Ein Spiel, was auf jeden Fall aufgrund der Plastikgitarre unglaublich viel Spaß macht und neben Spielen wie SingStar für die PlayStation auf jeden Fall zum absoluten Party-Highlight gehört. Und da werde ich gleich ein bisschen rocken. Bin mal gespannt, wie das Ganze hinhaut, denn jeder von euch, der es schon mal gespielt hat, weiß, es ist verdammt schwer, sich darauf zu konzentrieren, dass man die Töne immer trifft und nebenbei vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen. Aber ich liebe die Herausforderung und deswegen davon gleich mehr. Vorher aber für euch von mir nochmal ein paar Antworten auf scheinbar drängende Fragen, die euch auf dem Herzen gelegen haben und die ihr mir per E-Mail geschickt habt. Das Ganze natürlich wie immer an michael@giga.de. Und wenn ihr Glück habt, werdet ihr dann herausgepickt, von mir handverlesen und dann in der Sendung live dann auch sogar noch beantwortet. Anfangen möchte ich heute hier mal mit dem Luz. Der hat keinen Nachnamen oder auch keinen Vornamen, man weiß es nicht so ganz genau. Entweder der Herr Luz oder da Luz. Er schreibt mir: Hi Micha, ich wollte dich fragen, ob es sich lohnt, eine PlayStation 3 zu kaufen und wenn ja, welche Spiele würdest du mir empfehlen? Du fragst nicht wirklich jemanden, der eine PlayStation 3-Sendung moderiert, ob es sich lohnt, sich eine PlayStation 3 zu kaufen, oder? Natürlich lohnt es sich, eine PlayStation 3 zu kaufen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie günstig sie jetzt mit der 40 GB Variante geworden ist, sollte sich wirklich lohnen. Spiele kommt wirklich darauf an, was du denn so an Genres magst. Du hast es nicht dazu geschrieben, aber ich denke, mittlerweile, jetzt so mit dem Weihnachtsgeschäft auch vor der Tür, gibt es für jeden Geschmack definitiv etwas. Und jetzt, wo ich mich hier so umschaue im Set, vielleicht auch für dich auf jeden Fall eine Empfehlung. Uncharted Drake's Schicksal, wenn du so auf diese Action-Adventure stehst. Ansonsten natürlich mit Autorennen immer noch Motorstorm, macht immer noch wirklich jede Menge Bock. Und mit den ganzen Erweiterungen ja sowieso. Eine weitere Mail vom Molasse, der schreibt: Hi Michael, ich habe mir letztens eine PlayStation 3 gekauft und habe leider nur einen Röhren-TV. Ich möchte mir aber einen HD-TV kaufen. Kannst du mir einen günstigen TV empfehlen? Bis 500 Euro. Muss nicht der größte sein. Ich weiß, hat wenig mit PlayStation 3 oder so zu tun, aber wäre nett, wenn du mir ein paar Modelle nennen kannst. Das ist tatsächlich eine heikle Frage. Ich werde ganz oft gefragt, ob man denn unbedingt einen HD-Fernseher haben muss für die PlayStation 3. Und deswegen sage ich an der Stelle auch nochmal, also es ist schon wirklich empfehlenswert. Wenn du eine PlayStation 3 hast, die nun mal auch HD-fähig ist und auch bis Full-HD fähig ist, solltest du nicht unbedingt auf einem Röhrenfernseher spielen, wobei es da auch Spaß macht. Also du musst nicht unbedingt dir einen HD-Fernseher kaufen, aber langfristig sollte man sich das auf jeden Fall überlegen. Unter anderem natürlich auch wegen so Sachen wie Blu-ray, den neuesten Spielen, die da rauskommen und so weiter und so weiter. Bis 500 Euro, das ist ein bisschen schwierig. Da gibt es eigentlich zurzeit eher so die HD-Ready. Modelle, die so 500 Euro mit, ja, ich denke, so kriegst mittlerweile schon so ein 32er, teilweise schon 37 Zoll für 500 Euro. Da musst du aber einfach selber mal schauen, weil die Modelle sind dann nicht unbedingt geeignet, um dann noch normales Fernsehen drauf zu gucken. Also so normale Kabel- oder Satellitenfernsehen, das sieht dann alles ein bisschen komisch aus. Aber da gibt es mittlerweile so viele Modelle, dass du einfach mal gucken solltest, was dir da persönlich am nächsten kommt und ob eventuell bei dir in der Nähe da ein Angebot ist, wo du das hast. Noch eine Frage lass mich kurz gucken. Oh, ich glaube, ich habe seinen Namen gelöscht. Das wäre natürlich schade.
Verdammt, wo habe ich eine? Naja, kein Problem. Namenloser Anonymus, der mir die E-Mail geschrieben hat. Du wirst wissen, dass es deine Mail ist. Du hast mich geschrieben. Hallo Michael, ich habe eine Frage. Nämlich, habt ihr neuere Infos zum Erscheinen der PlayStation Card? Und ob ihr, außerdem habe ich die Frage, ob ihr nicht mal eine spätere PlayStation 3 Sendung beispielsweise am Sonntag machen könnt, wo du auch Spiele ab 16 zeigen könntest. Also zur PlayStation Card, das ist die Möglichkeit, über diese Karte, ähnlich wie mit den Microsoft Points, im PlayStation Store Sachen zu kaufen. Da gibt es im Moment noch keine neuen Infos, aber es funktioniert ja auch mit der Kreditkarte relativ problemlos. Dann lädst du dir ja quasi einen Account oder Geld auf deinen Account und kannst darüber dann ja quasi dir Spiele und sowas kaufen. Ist eigentlich genau das Gleiche wie mit den Microsoft Points oder sowas ähnliches für die 360. Brauchst allerdings eine Kreditkarte. Eine Lösung komplett ohne Kreditkarte gibt es im Moment immer noch nicht für den PlayStation Store. Da hoffen wir, dass sich das aber nochmal ändern wird. So, jetzt eine Mail vom Gunther. Der hat eine relativ lange Mail geschrieben. Er fragt auch, wie das denn aussieht. Beziehungsweise er findet es auch schade, dass ich keine Spiele testen kann hier, die ab 16 freigegeben. Er hätte sehr gerne Assassin's Creed gesehen. Seine Frage ist aber ein bisschen kritisch fast. Ihn stört sehr, dass die Entwickler für PlayStation 3 es nicht unbedingt auf die Reihe bekommen, dass Spiele auf der PlayStation 3 genauso gut laufen wie auf der Xbox 360. Und da nennt er verschiedene Beispiele wie Need for Speed Pro Street, oder halt auch, was man in der Vergangenheit gelesen hat mit der Orange Box, auch von EA, vielleicht liegt es an EA, und dass da halt teilweise die Spiele auf der PlayStation 3 tatsächlich im Vergleich zur 360 nicht so gut aussehen, beziehungsweise teilweise ruckeln und technische Probleme haben. Das ist etwas, was wirklich sehr schade ist, weil man weiß einfach, dass von der Hardwareleistung die PlayStation 3 der Xbox 360 auf jeden Fall überlegen ist. Dass es da aber immer noch Probleme gibt, hat einfach mehrere Gründe. Es liegt zum einen daran, dass die Entwickler auf der PlayStation 3 mit größeren Herausforderungen arbeiten müssen, weil die PlayStation 3 wesentlich hardware-seitiger herausfordernd ist, weil die Entwickler aber den, und das ist der große Vorteil, unmittelbar an die Prozessoren ran können. Bei der Xbox 360 ist es eher so, dass sie da sehr komfortable Programme haben, mit denen sie dann halt Sachen programmieren können, aber halt nicht wirklich das allerletzte aus der Konsole herauskitzeln können. Und da sieht man einfach bei der PlayStation 3, dass das eigentlich sehr gut ist, weil PlayStation 3, da war es genauso, da war es auch am Anfang etwas schwierig, sich da einzufuchsen in die Architektur, aber wenn man es dann gelernt hat, dann konnte jeder Entwickler wirklich auch das allerletzte aus der Konsole rausreißen. Und wenn man sieht, was heute noch für sehr coole Sachen auf der PlayStation 3 rauskommen, dann weiß man einfach, dass dieser Weg vielleicht am Anfang ein bisschen holpriger im wahrsten Sinne des Wortes ist, aber auf die lange Sicht auf jeden Fall den Vorteil hat, dass man auch wirklich alles, was möglich ist, rauskitzeln kann. So, dann noch, ich meine, ich bekomme auch immer Mails, die zumindest mir ein leichtes Schmunzeln auf das Gesicht zaubern. Und das wollte ich einmal mit euch teilen, denn der einsame Zocker schreibt mir eine Mail, die wirklich in die Kategorie, ja, interessante Sache, die du mir da sagst, fällt. Denn er schreibt, Moin Michael, ich würde gerne mal gegen dich auf der PlayStation 2 zocken, komme aus dem Sauerland und glaube, dass ich dich in jedem Spiel schlagen kann. Ja, lieber einsamer Zocker, das mag sein. Mag aber auch nicht sein, wir werden es niemals erfahren, denn ich glaube nicht, dass diese Konstellation irgendwann mal zustande kommen wird. Tut mir sehr leid, aber nichtsdestotrotz weiterhin viel Spaß beim einsamen Zocken. So, und dann haben wir noch eine allerletzte Mail, nämlich vom David Menn. Er schreibt mir, Hallo, mein Name ist David und ich habe eine Frage bezüglich der PlayStation 3. Ich überlege mir schon seit längerer Zeit, mir eine PlayStation 3 zu kaufen, aber ich habe Angst davor, dass bald wieder eine neue Version herauskommt und meine dann veraltet ist. Was soll ich machen? Du beziehst dich da natürlich darauf, dass jetzt gerade vor kurzem die 40 GB Variante rausgekommen ist für weniger Geld, also anstatt 600 dann halt die 400 Euro. Und da muss man ja sagen, dass ich deine Angst da nicht so ganz bestätigen kann und will, weil ich gehe nicht davon aus, dass jetzt in naher Zukunft nochmal so eine Modellvariation stattfindet. Und abgesehen davon heißt es ja noch nicht, dass die andere veraltet ist. Letztendlich war es ja jetzt so bei dieser Konstellation mit 60 und 40 Gigabyte, dass quasi die 40 ja auch ein bisschen weniger Optionen hat, zum Beispiel keine Abwärtskompatibilität, kleinere Festplatte und so weiter. Und man einfach überlegen muss, was will ich denn? Die oder die? Also es ist ein Entweder-Oder und nicht irgendwie, die ist veraltet und die ist irgendwie die neuere. Also insofern muss man da eigentlich keine Sorgen haben und du kannst meiner Meinung nach völlig
sorgenfrei zugreifen und einfach ein bisschen Spaß noch in diesem Jahr mit der PlayStation 3 haben. Insofern hoffe ich, dass ich dir da ein wenig die Angst habe nehmen können. Das waren sie, eure Mails für heute, etwas ausführlicher mal wieder vorgelesen, wurde auch mal wieder Zeit. Wenn ihr weiterhin Fragen habt, schickt sie mir einfach. Immer an michael@giga.de. Ich werde versuchen, sie von meiner kompetenten Redaktion bearbeiten zu lassen und dann für euch hier in der Sendung auch nochmal vorzustellen. Gleich geht's erstmal weiter mit Guitar Hero, aber natürlich heute das Highlight immer noch Uncharted, Drakes Schicksal. Ich freue mich drauf, bis gleich. Sogar aufhören, an mir rumzuspielen. Wie wär's mit uns beiden? Nix. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man der einzige vernünftige Mann hier in Köln ist? Möchtest du an meinem Lutscher lutschen? Oder sollen wir uns einfach unverbindlich nackt aufeinander? Entschuldigung, ich habe meine Telefonnummer verloren. Kann ich vielleicht deine haben? Nee, auf gar keinen Fall. Alle Anmachsprüche probiert und immer noch allein? Dann geh auf giga.de/flirt. Registriere dich kostenlos und durchforste unseren Singlepool. Giga. Flirten geht immer. Lust auf Abenteuer? Lust auf Action? Lust auf Videospiele? Maniac, das neue Heft, jetzt am Kiosk. Mit Uncharted Drakes Schicksal. Bombastgrafik und coole Shootouts exklusiv für PS3. Mass Effect, BioWare Sci-Fi Soap, kosmischer Krampf oder galaktisch gut? Maniac, die ganze Welt der Videospiele. Gestern, jetzt wird im Netz gesegelt bei Seafight, dem großen Online-Spiel. Versenke deine Gegner und erbeute 10.000 Euro. Kostenlos. Giga und T-Home suchen die besten Webmaster Deutschlands und ab sofort ist eure Stimme beim Homepage Award 2007 gefragt. Bewertet die nominierten Seiten in euren Lieblingskategorien und gewinnt coole Preise. Ihr bestimmt die Rundengewinner und entscheidet, wer in das Finale einzieht. Der Homepage Award ist powered by T-Home und Quick.de. Quick.de ist deine Erlebnis-Community. Gemeinsam mit Freunden mehr erleben. Alle weiteren Infos und Anmeldung unter giga.de/homepageaward. Sei dabei, wenn die Giga-Moderatoren beim Pokern die Karten fliegen lassen. Registriere dich jetzt unter www.giga.de/poker und sei online dabei, wenn es darum geht, großartige Preise zu gewinnen. Kommt ruhig wieder hinter den Seilen hervor und genießt mit mir zusammen jetzt ein bisschen richtig gute Rock'n'Roll-Musik. Ich rede natürlich von Guitar Hero 3, ein Spiel, was durchaus zu gefallen weiß und seit dem ersten Teil immer wieder für verwunderte Blicke sorgt bei allen, die Anteil werden von so einer Session. Ganz, ganz großer Fan natürlich immer noch bei uns der Colin, der macht das, glaube ich, in jeder zweiten Sendung, hat da aber auch immer viel, viel, viel Spaß. Und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, denn es gibt für die PlayStation 3 jetzt auch Guitar Hero und ihr seht es schon an der großen Verpackung, das ist nicht nur das Spiel, sondern in jeder Verpackung ist auch immer noch das hier mit dabei. Eine sehr geile Gibson Les Paul Kopie, die natürlich in der Größe ein bisschen eingedampft ist, aber wirklich ein cooles Gerät und vor allem, wenn man mal hier so guckt, etwas, was bei den Vorgängern immer noch vorhanden war, nämlich immer das Kabel, ist nicht mehr da. Endlich Wireless.
Das ist eine Sache, mit der man schon lange geliebäugelt hatte und die man eigentlich schon lange haben wollte. Jetzt ist es endlich in der aktuellen Generation auch passiert. Und ich muss sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Auch ein sehr cooles Feature, was es gibt jetzt hier, ist die Möglichkeit, die Gitarre auseinanderzubauen, sodass man sie problemlos in den Rucksack stecken kann und dann nicht ganz so peinlich in der Bahn auffällt, wenn man damit zu seinen Kumpels zu einer Guitar Hero Jam Session fährt. Dann einfach hier wieder zusammenstecken und dann klappt das Ganze auch völlig problemlos. Eine Sache, die mich ein bisschen verwundert hat, ist die Tatsache, dass die Gitarre zwar wireless ist, aber es gibt einen USB-Dongle. Den müssen wir mal zeigen, der liegt hier unten. Mal hier in der Richtung, da seht ihr, dass ihr so einen Dongle in die PlayStation einstecken müsst und darüber dann auch jeweils immer connecten müsst. Finde ich ein bisschen unhandlich, keine Ahnung, warum sie das so gelöst haben. Es funktioniert aber tadellos dann genauso wie mit einem normalen PlayStation 3 Controller und dann könnt ihr losrocken. Das machen wir jetzt einfach auch mal. Hier im Hauptmenü, ganz kurz nur die Übersicht für euch, hat sich nicht wirklich was geändert im Vergleich zu den Vorgängern. Bis auf die Optionen im Multiplayer, denn da gibt es dann jetzt verschiedene, ja gut, nee, das mache ich jetzt nicht, ich erkläre es euch nur ganz kurz, gibt es verschiedene Möglichkeiten, gegeneinander zu spielen und da gibt es die größte Neuerung, nämlich so ein Battle, wo ihr anstatt Star Power, wo ihr normalerweise Multiplier mitbekommt, anstatt Star Power bekommt ihr dann so quasi Möglichkeiten, den Gegner zu behindern. Da verändern sich die Noten dann oder das Ganze ist auf einmal spiegelverkehrt und so weiter und so weiter. Und dann geht es einfach im Battle darum, dass man den anderen rauskickt. Also dass der dann so schlecht spielt, dass er am Ende verliert. Ist ganz witzig, ist aber was völlig anderes als das normale miteinander Jam. Aber um zwischendurch auch zusammen im Multiplayer ein bisschen Spaß zu haben, durchaus gelungen. Ansonsten darüber hinaus die normalen Miteinander spielen, gegeneinander spielen. Der eine Gitarre, der andere Bass, alles so, wie man es kennt. So. Der Aufbau auch wieder genauso. Also ihr habt nicht von Anfang an alle Lieder zur Verfügung, aber schaltet die halt so nach und nach frei und könnt euch halt auch nachher dann noch verschiedene neue Songs dazu kaufen. Ich muss sagen, dass mir die Songauswahl deutlich, hier auch sowas, ne, Kiss, Rock'n'Roll All Night. Hey, da war ich nicht, hier genau. Rock'n'Roll All Night, bei mir schon sehr cool. Oder auch ein sehr geiles hier Tier, Barracuda von Heart. Also die Playlist hat sich deutlich gemausert. Hier Gitarrenschlacht gegen Tom Morello, das zeige ich euch vielleicht tatsächlich nachher nochmal ganz kurz. Aber jetzt geht es erstmal darum zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wobei ich kaum denke, dass da draußen noch irgendjemand ist, der nicht weiß, wie man mit Guitar Hero richtig abrockt. Ich bin ja schon sehr gespannt auf Rock Band, so das unmittelbare Gegenstück eigentlich zu Guitar Hero, wo es dann aber ja noch mit einer ganzen Band darum geht. Und halt nicht so wie hier nur mit Gitarre zu spielen. Macht eine Menge Spaß, Rockband, aber man muss einfach mal schauen, ob es denn wirklich jetzt mit dem Genre-König im Moment noch Guitar Hero wirklich mithalten kann und was es besser macht. Die euch am besten gefallen.
Also völlig vertreten. Ah, das ist echt hart. Ja, Whammy Bar gibt es auch wieder. Damit könnt ihr in diesen Passagen ein bisschen Whammy Bar machen. Sehr romantisch. Aber nur nicht, wenn man sich verspielt. Das Ganze ist für ca. 90 Euro Mitspiel und Gitarre zu bekommen. Und ihr seht immer diese Star Power Sterne, die sollte man vernünftig spielen, weil dann bekommt man mehr Star Power und dafür bekommt man dann die Multiplier auch immer. Aber das Spielprinzip absolut simpel und tatsächlich auch nicht wirklich das, was das Spiel ausmacht. Lang. Das ist das Einzige, was teilweise echt ein bisschen nervt. Ich meine, das sind Extended Versions, wo dann noch mal irgendwelche extra Soli mit reingepackt sind. Und dass man da teilweise wirklich mal so 6 bis 8 Minuten problemlos an der Gitarre schwitzen kann. Aber man weiß am Ende, was man geleistet hat. Und vor allem in der Hand merkt man das sehr, sehr schnell, wenn man so 10 Songs nacheinander mal gespielt hat. Hier 80%. Die Auswertung bekommt man auch immer. Und so nach und nach spielt man damit dann neue Lieder frei und findet dann halt auch die Sachen, die einem besonders gut gefallen. Jetzt will ich euch aber mal diese Gitarrenschlacht zeigen, denn das ist funktioniert genauso wie auch das Gegeneinanderspielen im Multiplayer, dass ihr halt anstatt der Star Power, wenn ihr Noten vernünftig gespielt habt, bekommt ihr halt diese Power-Ups und damit könnt ihr dann den Gegner quasi abballern. Tom Morello, natürlich ein Star-Gitarrist der alten Schule. Oh Gott. Oh Mann. Okay, das liegt natürlich nicht an mir. Das liegt natürlich nicht an mir, sondern das liegt im Moment an der Gitarre, die offensichtlich einen Fehler hat. Und aktiviert ihr, indem ihr die Gitarre hochreißt. In der Gitarre ist immer ein Bewegungssensor drin und mit dem Bewegungssensor könnt ihr dann halt dem Gegner irgendwas von Latz knallen, wie jetzt zum Beispiel hier habe ich ihm halt den höheren. Höheren Schwierigkeiten knallt und jetzt haue ich ihm diesen Tremolo hin. Da muss er mit dem Tremolo jetzt doppelte Noten, heißt für ihn einfach auch ein bisschen mehr Schwierigkeitsgrad. Mann, wieso kriege ich denn gerade nicht? Aber im Moment ist er noch relativ nett zu mir. Geht er wieder Tremolo. Naja, das sollte ich allerdings nur einsetzen, wenn er gerade spielen muss auch, weil ansonsten hat das ja überhaupt keinen Sinn. So, jetzt geht er wieder doppelte Noten. Und es geht halt darum, seine Rockanzeige bis nach ganz nach unten zu pushen und ihm damit dann quasi das Leben zu versauern. So, jetzt mache ich hier Verstärker überlastet, dann fangen seine Noten an zu flimmern. So, Tremolo kriegt er jetzt auch noch. Und da seht ihr dann, wie oben langsam seine Anzeige. Verdammt! Da hätte ich beinahe wieder den Blitz gekriegt. Wie das langsam runtergeht. Ma!
Ja, ich glaube nicht, dass es hinhauen wird. Scheiß. Weil ich muss ihn auch besiegen. Muss ihn auch besiegen. Damit ich jetzt dieses Battle hier gewinne. Und ja, im Moment sieht es gerade gar nicht gut. So, jetzt kriegt er nochmal ein extra. Oh ja, das war gut. Da verhaut er jetzt gerade alles komplett. Und ja! Grandios! Mit dem letzten Power-Up quasi tatsächlich das doch noch geschafft, ihm den schweren Schwierigkeitsgrad um die Ohren zu ballern. Und damit habe ich dann jetzt, obwohl ich tatsächlich nur 69% gekriegt habe, habe ich jetzt dieses Guitar-Out mit ihm gewonnen. Und so ähnlich funktioniert das, wie gesagt, im Multiplayer auch immer, dass ihr dann halt gegen eure menschlichen Gegner dann halt eine Runde zocken könnt und ihm die Dinger um die Ohren hat. Das ist eine Sache, die so, so quasi, also optimal umgesetzt ist, wenn man halt ein bisschen mehr Herausforderungen haben will, wo es einfach dann darum geht, dass man einfach den Frust in den Augen des Kollegen neben sich sehen will und da einfach Freude hat, die Leute zum Weinen zu bringen. So, fangen wir nochmal ganz kurz noch einen, machen wir eigentlich nicht. Was eigentlich schön ist, sind so Sachen wie Anbindung natürlich. Also, dass ihr über Internet dann euch noch Sachen runterladen könnt. Hier haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit, über die Downloads, da heruntergeladene Songs, da könnt ihr dann euch nach und nach verschiedene Download-Pakete runterladen, wo ihr dann sagt, okay, ich will halt jetzt, keine Ahnung, was David Bowie oder ähnliche Sachen, da will ich dann so ein Songpaket haben. Dann gibt's dann für circa zwischen 1 und ich glaube maximal 3 Euro soll dann ein Song auch kosten, den ihr euch da runterladen könnt, um die dann bei Guitar Hero zu integrieren und damit dann auch wirklich den eigenen Geschmack so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Ihr könnt natürlich auch online gegen andere Leute zocken, das macht definitiv auch viel Spaß. Allerdings, bevor ihr damit anfangt, solltet ihr definitiv viel üben, denn also im Internet sind wie so oft die absoluten Cracks unterwegs und also ich hätte mit der Performance, die ich hier gerade geliefert habe, definitiv im Internet überhaupt nicht rocken können. So, das war Guitar Hero 3. Macht wirklich eine Menge Spaß, vor allem wenn man gegeneinander spielt, ist das eine Sache, die durchaus Partypotenzial hat. Aber etwas völlig anderes und damit freue ich mich, dass wir jetzt endlich zu dem Thema des heutigen schon sehr lange andauernden Thementages kommen, nämlich Uncharted Drake's Schicksal. Ich habe mich schon lange drauf gefreut, habe selber noch gar nicht spielen können, denn mir wurde bis jetzt das Spiel noch gar nicht ausgehändigt und jetzt sitze ich hier ganz freudig und erwartungsvoll und hoffe ich, dass... Da ist ein kleines, wie soll ich mich da ausdrücken, das Spiel ist weg. Also wir finden es nicht. Spiel ist wie? Nicht da. Ja, es tut mir leid. Post war heute Morgen da, aber das Spiel nicht da. Also jetzt, es soll da sein, aber keiner weiß wo. Verdammt, Flo. Ja, ich weiß. Wir haben hier eine Sendung, wir müssen noch... Ja, es sind auch alle Leute schon, also jeder sucht... Ich habe alle losgeschickt, aber irgendwie findet keiner das Spiel. Okay, das hört sich an nach einem Job, den nur ein Mann erledigen kann. Und wer wird dieser Mann sein? Natürlich ich. Warte ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Aha, jetzt weiß ich, wie Superman sich fühlt. Und ich glaube, das ist ein Job für Michael Drake. Also, kommt mit auf die Suche nach Uncharted Drakes Schicksal. Ich bin sicher, es wird ein Abenteuer. Liegen die gefährlichen Dschungel Mittelamerikas und ein Abenteuer, wie es die Menschheit heutzutage gar nicht mehr zu träumen wagt. Jeder andere würde wahrscheinlich zurückschrecken und würde mit erstarrten Gliedmaßen zurückschrecken vor der Herausforderung, das Spiel zu finden, was uns den heutigen Abend eigentlich versüßen sollte und den ganzen Tag ja uns auch schon viel Freude bereitet hat. Nichtsdestotrotz bin ich frohen Mutes, denn ich habe sie dabei. Jede Schatzsuche benötigt sie eine Karte, auf der verzeichnet ist, welche Gefahren denn auf den Abenteurer warten. Und seid mit dabei, wenn ich jetzt zum ersten Mal einen Blick darauf werfe, was mich alles in den nächsten Stunden hier vor Herausforderungen stellen wird. Als allererstes geht es darum, die Templorien der Chiara Basire zu erklimmen. Kein Mensch vor und kein Mensch nach mir hat es gewagt und wird es schaffen. Aber ich bin frohen Mutes, denn ich bin motiviert und ich habe ein Ziel. Nach den Tempelruinen geht es weiter über die 7 Brücken der Shaolin. Keine Ahnung, was die Shaolin hier in Mittelamerika zu tun haben, aber auch diese Herausforderung wird mich nicht vor ein unlösbares Problem stellen, wenn ihr mit dabei bleibt und mir die Daumen drückt. Im Dorf der Jamaika-Pygmäen gibt es Hieroglyphen,
die mir den letzten Hinweis auf den finalen Plan geben werden, wo sich die Todesschlucht befindet, die zu überqueren mein vorletztes Ziel sein wird, um dann am Ende vor einen Schrecken zu gelangen, welches so unglaublich und so gemein ist, dass es dafür noch nicht mal einen Namen gibt. Das sind alles Dinge, die mit dieser Karte und zusammen mit euch hoffentlich den heutigen Abend vor kein unlösbares Problem stellen werden. Und der Grund für all das ist natürlich, dass wir euch zeigen wollen, was denn Uncharted Drakes Schicksal alles so zu bieten hat. Das neueste Spiel aus dem Hause Naughty Dogs macht auf jeden Fall auf den ersten Blick eine Menge Spaß. Damit wir aber motiviert sind und in Zeiten der Gefahr und der Dunkelheit immer noch wissen, warum wir all diese Qualen auf uns nehmen, gibt es jetzt von mir für euch nochmal einen ganz kurzen Trailer, wo gezeigt wird, was uns denn alles erwartet. Bis dahin drückt mir die Daumen, seid dabei und ich wünsche uns allen viel, viel Glück. Manche Schätze sollte man nicht suchen. Und erst recht nicht finden. Uncharted, Drakes Schicksal, jetzt exklusiv für PlayStation 3. Die Suche nach dem Schatz ist noch ein weiter Weg, aber anstatt Ladebalken gibt für euch jetzt ein bisschen Werbung. Bis gleich. Am 4. Dezember, genau 2 Tage vor Nikolaus, gibt es bei uns bei GIGA einen grandiosen Thementag. Wir sind auf den Spuren von Sir Francis Drake bei Uncharted Drakes Schicksal und werden den ganzen Tag über mal schauen, was der denn so alles erlebt hat. Und natürlich das absolute Highlight bei mir bei P3 mit Uncharted Drakes Schicksal für die PlayStation 3 exklusiv. Ich freue mich, schaltet ein. SLM, das Second Life Magazin. Tauche ein in die Welt von Second Life und gewinne ein Foyer zu Siemens Notebook. Jetzt jeden Monat neu. Room 401. Makabere Scherze vor der versteckten Kamera. Mysteriös, spannend und unheimlich. Ist es Magie? Ein Trick? Oder wirklich nur die Realität? Findet es raus bei MTVs Room 401. Nur auf MTV. Room 401, Donnerstag, 22.30 Uhr. Das weltgrößte Online-Casino mit Poker Room lädt ein. Lernen Sie die populärsten und spannendsten Casino-Spiele. Kostenlos. Jetzt. Bei free-888.com. Tausende nette Leute kennen und dann nicht. Spiele online um bis zu 10.000 Euro. Das weltgrößte Online-Casino lädt ein. Lernen Sie die populärsten und spannendsten Casino-Spiele kostenlos jetzt bei free-888.com. Hier zu Füßen der Tempelruine der Chiara Basire, eine der gefährlichsten Ruinen im mittelamerikanischen Kontinent, die man überhaupt in Angriff nehmen kann. Aber auf der Suche nach Uncharted Drake Schicksal ist mir natürlich kein Hindernis so schwer und deswegen werde ich mal gucken, ob ich das jetzt hier hochschaffe. Drück mir die Daumen.
schon mal eine harte Nummer. Allein aber für den Ausblick lohnt es sich ja schon fast. Hier hoch zu klettern, die Tempelruine ist quasi gemeistert von mir. Warte gleich nur noch der Höllenschlund der Chiara auf mich. Vorher, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das überleben werde. Für euch aber noch mal ganz kurz ein bisschen was zum Spiel selber. Die Entwickler von Naughty Dogs sprechen darüber, was sie letztendlich inspiriert hat, was sie auch mit dem Leveldesign alles so erreichen wollten und geben uns ein paar weitere Informationen zu dem, was hoffentlich am Ende meiner heutigen Odyssee auf mich wartet, nämlich Uncharted Drake's Schicksal. Viel Spaß. Als wir uns zum ersten Mal Gedanken über unser nächstes Next-Gen-Spiel für die PlayStation 3 machten, wollten wir wirklich etwas Besonderes machen. Etwas, das komplett anders ist und niemand bis dahin gesehen hat. Wir haben uns dafür viele andere Titel angesehen, die bis zu diesem Zeitpunkt entwickelt wurden und stellten fest, dass alle diesen dunklen, graubraunen Look hatten. Wir wollten etwas komplett Gegensätzliches machen und ein Spiel kreieren, das einem auffällt, wenn man es auch nur im Vorbeigehen im Laden sieht. Es sollte neugierig machen und einen dazu bringen, herauszufinden, was es mit diesem Spiel auf sich hat. I think one of the key of Uncharted that's gonna really stand out is the fact that everything. Uncharted zeichnet sich dadurch aus, dass alles echt aussieht und der Spieler dadurch komplett einbezogen wird. Du bist in dem Glauben, dass du wirklich in diesem Dschungel bist. Du siehst Pflanzen, die sich bewegen und Lichter, die sich je nach Tageszeit verändern. Alle Details, die das alltägliche Leben auszeichnen, haben wir in das Spiel eingebaut. Als für uns feststand, einen komplett neuen Titel zu kreieren, wollten wir das Action-Adventure-Genre in seiner klassischen Form behandeln, aber durchaus in einem zeitgenössischen Zusammenhang präsentieren. Wir sahen uns eine Menge Nachmittagsserien aus den 30ern an. Alle präsentierten wilde Verfolgungsjagden und andere gefährliche Situationen mit einem verrückten Zusammenwurf von Charakteren, die auf der Suche nach Schätzen nur mit knapper Not davongekommen sind. Wir überlegten uns, wie wir all diese Elemente für das 21. Jahrhundert neu erfinden konnten. Wir wollten, dass Uncharted im Vergleich zu anderen Next-Generation-Titeln grafisch besonders hervorsticht. Wir wollten nicht die gleiche dunkle Atmosphäre schaffen, die oft in Titeln herrscht, in denen man Aliens abschießt und Monster bekämpft, sondern einen üppig bewachsenen tropischen Dschungel schaffen, der dich glauben macht, dass du dich wirklich innen befindest und die Luftfeuchtigkeit spürst. Mit der Leistungsfähigkeit der PlayStation 3 fühlten wir uns dazu in der Lage, glaubwürdige und authentische Umgebung zu erschaffen. Wir haben eine Menge recherchiert und Tonnen von Fotoreferenzen herangezogen. Gleichzeitig versuchten wir aber auch, unseren eigenen Stil mit einzubringen. Unsere Concept Artists verwendeten diese Fotos, bearbeiteten sie und gaben somit die Richtung für den Look in Uncharted vor. Wir versuchen immer einige Aspekte in unsere Spiele einzubringen, die bis dato so noch nicht umgesetzt wurden. Massa war einer von ihnen. Wir sind ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis, da dadurch der Dschungel noch realistischer wirkt. Egal, ob es sich um einen Ozean, einen Fluss, einen Strom, eine Pfütze oder einen Wasserfall handelt, wollten wir dafür sorgen, dass Wasser überall im Spiel auftaucht und es in einer Weise dargestellt wird, die auf vorhergegangene Hardware nicht möglich war. Wir wollten, dass die Geschichte von Uncharted einen geschichtlichen Hintergrund hat. Also fokussierten wir uns auf eine historische Figur, die jeder aus dem Geschichtsunterricht kennt. Sir Francis Drake. Im Grunde hat er andere Schiffe ausgeraubt und kehrte mit all dem erbeuteten Gold aus der neuen Welt nach Spanien zurück. Dabei wollten wir die Bereiche erforschen, die nur vage in den Geschichtsbüchern Erwähnung fanden, wo beispielsweise nicht alle Details klar waren. Dann befassten wir uns mit der Frage, was wäre wenn? Was wäre, wenn Sir Francis Drake Kinder gehabt hätte? Unser Held Nathan Drake glaubt, dass ein Nachfahre von ihm ist. Überall da draußen liegen noch Schätze und es wäre Nathans Aufgabe, sie zu finden. So the gameplay in Uncharted is unique. Das Gameplay in Uncharted ist einzigartig. Wir wollten Elemente in das Spiel einbringen, die auch in anderen Titeln zu finden sind, aber sie so vereinen, wie es zuvor noch in keinem Spiel der Fall war. Wir haben drei Arten von Gameplay. Das sind zum einen die klassischen Sprungeinlagen, die wir ausgiebig in Spielen wie Crash Bandicoot oder Jack und Dexter ausprobiert und eingesetzt haben. Wir haben das mit jeder Menge schneller Action vereint, in der Schießereien und Faustkampf gleichermaßen zum Tragen kommen. Es ist eine Kombination aus bekannten Mechaniken und Interaktionen, wie sie in diesem Zusammenhang nie zuvor gesehen wurden. Ey, was soll denn der Scheiß? Ich kann so nicht arbeiten. Was soll denn der Kack hier mit so
bunten Seilen. Das ist doch keine Brücke. Das ist eine Brücke. Die ist stabil, die sieht gut aus. Da kann man auch mal ein bisschen Spaß haben, ein paar Jungfrauen drüber jagen oder sowas. So schafft man es vielleicht sogar in den nächsten Indiana Jones von Steven Spielberg. In das Spiel Uncharted, Drakes Schicksal, haben es natürlich auch die Hauptcharaktere geschafft. Und warum und was den Entwicklern da besonders wichtig war, das seht ihr jetzt. Unsere Charaktere haben wir uns von den klassischen Abenteuern, wie man sie aus Büchern, Filmen und Comics kennt, inspirieren lassen. Einer der Kennzeichen dieses Genres ist ein Held, mit dem man sich identifizieren kann und der im Grunde ein ganz gewöhnlicher Mensch ist. Alle unsere Hauptfiguren sind nachvollziehbare Menschen mit all ihren Stärken und Schwächen. Das ist sehr wichtig, wenn sich die Spieler mit den Charakteren identifizieren sollen. Nathan Drake ist der Held des Spiels und so ein Mensch, der weiß, wie er sich in kniffligen Situationen verhalten soll. Aber er ist trotzdem wirklich nur ein Typ mit einem T-Shirt, der sich in einer schwierigen Lage wiederfindet und sich viel auf sein Köpfchen verlassen muss, um seine Haut zu retten. Elena ist, wie ich finde, ein ziemlich cooler Charakter, der ein wenig unüblich für Videospiele ist. Sie ist eine selbstbewusste junge Frau, die sehr neugierig ist. Sie hat einen starken intellektuellen Drang und strahlt eine ungewöhnliche Schönheit aus. Zwischen ihr und Nathan besteht von Anfang an eine spezielle Verbindung, die ausschlaggebend für den weiteren Storyverlauf ist. What's going on? Bruce! For the first time in Uncharted, we actually had to cast actors who had stage or TV or film experience. In Uncharted haben wir zum ersten Mal Schauspieler engagiert, da wir für alle unsere Zwischensequenzen Motion Capturing gemacht haben. Also haben wir echte Film- und Theaterschauspieler, die in die Motion Capturing-Anzüge steigen. Für uns war es auch wichtig, ihre Stimmen während den Aufnahmen festzuhalten. Es ist glaubwürdiger, diesen Moment sofort zu dokumentieren, als die Schauspieler im Nachhinein diese Szenen nochmal nachsprechen zu lassen. Well, I think the coming together of film, das Zusammenkommen von Film, Bühne und Videospielen passiert hier in den Motion Capturing Studios. Ich handhabe es genauso, als wenn ich eine Szene für eine Serie oder einen Film drehen würde. Ich habe einen 7-jährigen Sohn, der mich gefragt hat, Papa, was machst du eigentlich? Und ich sagte, erinnerst du dich daran, als du mit deinem Freund im Garten herumgerannt bist und aus dem Clubhaus ein Piratenschiff wurde, auf dem ihr gespielt habt? Genau das ist es, was ich tue. This is not a period historical adventure. Uncharted ist nicht nur ein historisches, sondern gleichzeitig auch zeitgenössisches Abenteuer. Wenn wir also komplett mit großen Orchestern und klassischen Musikinstrumenten an die Musik herangegangen wären, würde es nicht zum Inhalt des Spiels passen. Working in the action-adventure-genre musically, you can frequently find yourself falling into a lot of cliches. Wenn man im Action-Adventure-Genre im musikalischen Bereich arbeitet, läuft man schnell Gefahr, soundtechnisch eine Menge Klischees zu verarbeiten. Also versuchten wir im Laufe des Projektes Dinge zu tun, die Leute nie zuvor gehört haben. So the composer that we sought out actually is mit Greg Edmondson haben wir einen sehr talentierten Komponisten gewinnen können. Er hat unter anderem auch die Musik für die TV-Serie Firefly geschrieben. Die Art, wie er unerwartete Instrumente verarbeitet und sie dazu benutzt, um die Story, das Abenteuer zu unterstützen, da dachten wir, das ist genau der Typ, den wir gesucht haben. Weil du auf dieser Insel landest und nicht genau weißt, wo du bist, auf der Suche nach etwas Primitivem, dachten sie, dass es Spaß machen würde, ungewöhnliche Instrumente in einer Art zu benutzen, die nicht alltäglich ist. Das hörte sich für mich sehr faszinierend an. Ich mag solche Aufgaben. Du bekommst die ganze Breitseite an verrückten, ungewöhnlichen und urtümlichen Instrumenten, die auf verschiedenste Arten gespielt werden. Und es hat einfach Spaß gemacht. He left a lot of room in the music and he infused a lot of rhythmic. Er hat eine Menge Platz in der Musik gelassen, die von rhythmischer Begeisterung durchdrungen war. Die Melodien sind also zum einen bezaubernd, andererseits sind sie verformbar. Wir können sie der Spielwelt anpassen, dadurch atmet sie und die Geräuschkulisse des Dschungels sticht hervor. And let the sounds of the jungle come through. War wieder auf dem richtigen Weg. Allerdings bin ich jetzt hier am gefährlichsten Dorf, was es in ganz Mittelamerika zu finden gibt. Hier wohnen die gefürchteten Jamaika-Pygmäen. Das ist ein Stamm von
absolut erbarmungslosen Kannibalen. Ich habe 3 Tage und 3 Nächte warten müssen, bevor sie endlich ihr Fest beendet haben, wo sie schätzungsweise 3 Dutzend ihrer Feinde aufgefressen haben. Ich hoffe, dass sie jetzt ruhig, satt und zufrieden sind, in ihren Hütten schlafen, denn ich muss mitten hinein in das Dorf, um da die Hieroglyphen zu entziffern, die mir den Weg weiterweisen werden. Deswegen auf jeden Fall leise, kommt mal mit. Jamaika-Pygmäen. Eigentlich ganz possierlich, aber man sollte nicht meinen, was diese Bestien ihren Feinden antun. Da liegt er dick und fett von seiner letzten Mahlzeit. Widerlich. Ich habe sie gefunden. Die Hieroglyphen von Guel Tekel, wo ich hoffe, den nächsten Hinweis zu finden, wo mein Weg weitergehen wird. Was wollten Sie uns sagen, die Vorfahren, mit Hieroglyphen wie zum Beispiel dein Gesicht und mein Arsch könnten gute Freunde sein? Man wird wohl nie erfahren, was Sie sagen wollen, aber ich glaube, hier versteckt sich tatsächlich der nächste Hinweis. Bill von TH ist cool. Oh, das sagt mir was. Das ist der nächste Hinweis. Ich weiß, wo wir hingehen müssen, aber... Was war das? Ein Geräusch. Okay, ich muss weg. Aber für euch erstmal die News. NBA Ballers Chosen One. Ankündigung und erster Trailer. NBA Ballers war schon zu Zeiten der PS2 ein ambitioniertes Streetball-Spiel. Nun möchte Midway die Serie ausbauen und kündigt deshalb einen neuen Teil für die PlayStation 3 an. Allerdings werden keine traditionellen 5-gegen-5 Matches ausgetragen. Der Fokus des Titels liegt auf Duellen und 2-gegen-2 Spielen. Dafür stehen euch auch 65 Spieler der NBA zur Verfügung. NBA Ballers Chosen One wird voraussichtlich im 2. Quartal 2008 erscheinen. PES 2008 Entwickler unglücklich über PS3 Version. Der Erfinder und Programmierer von Pro Evolution Soccer, Shingo Takatsuka, hat in einem Interview mit dem britischen Magazin PSM3 Fehler eingestanden. Die PS3 Version sei weit entfernt von dem, was sie wollten. Den Release für diese Konsole, so der Entwickler, hätten sie am liebsten verschoben. Ruckeln und ein fast unspielbarer Online-Modus haben die PlayStation-Spieler herbe enttäuscht. Vor einigen Tagen kam zwar ein Patch heraus, doch Konami kündigt bereits weitere Updates für das Sorgenkind an. Nach der harten Kritik an der diesjährigen Version zieht Takatsuka die Konsequenzen und lässt das bereits in der Entwicklung befindliche PES 2009 gänzlich neu konzeptionieren. Assassin's Creed – Patch in Arbeit. Ubisoft kündigte vor kurzem einen Patch für ihr neuestes Abenteuer an. Dieses Update soll Assassin's Creed vor Abstürzen bewahren, unter denen das Spiel seit Release leidet. Vornehmlich in Ladescreens soll der Titel laut der Spieler einfrieren. Unbestätigten Vermutungen zufolge als eine Konsequenz aus dem Firmware-Upgrade 2.0 der PlayStation 3. Der Publisher stellt in Aussicht, dass der Patch so schnell wie möglich veröffentlicht werde. One answer will override all others. Deus Ex 3. Erster Teaser. Deus Ex 3 wird programmiert, und zwar im neu gegründeten Studio von Eidos in Montreal. Ein erster Teaser macht bereits auf die Fortsetzung der Reihe aufmerksam. Erfinder von Deus Ex, Warren Spector, ist allerdings nicht involviert. Stéphane Dastou, Manager von Eidos Montreal, hat die Fertigstellung von Deus Ex 3 für den 31. Dezember 2008 in Aussicht gestellt. Ich glaube, dahin bin ich irgendwo falsch abgebogen. Das ist hier gar nicht, wo ich hin wollte. Ich gehe nochmal zurück auf Anfang. Ihr guckt ein bisschen Werbung, aber versprochen, gleich auf dem richtigen Weg, auf dem Weg zu Uncharted Drake's Schicksal. Bleibt dabei. Natürlich auch wieder Spam Deluxe
Sharks live. Und ich mache es mir ganz gemütlich, fülle gemeinsam mit euch einen Lottoschein aus. Und wir gucken mal, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit eines Sechsers. Scherze vor der versteckten Kamera. Mysteriös, spannend und unheimlich. Ist es Magie, ein Trick oder wirklich nur die Realität? Findet es raus bei MTVs Room 401. Nur auf MTV. Room 401. Donnerstag, 22.30 Uhr. Ein kostenloses Gameportal. Entscheide, gegen wen du kämpfst. Spiele als Einzelkämpfer oder Teamplayer. Jeder gegen jeden. Gilde gegen Gilde. Team gegen Team. Zeig, was du drauf hast. Die Poker Night. Sei dabei, wenn die Giga-Moderatoren beim Pokern die Karten fliegen lassen. Registriere dich jetzt unter www.giga.de/poker und sei online dabei, wenn es darum geht, großartige Preise zu gewinnen. Nicht, was deine Sendung für dich tun kann, sondern was du für deine Sendung tun kannst. Dieses Motto hat mich heute durch Gefahren, Leid und auch einige Abenteuer geführt. Und jetzt am Ende des heutigen Abenteuers bin ich sehr gespannt, ob ich denn am Ende auch wirklich belohnt werde mit dem, worauf wir alle schon lange warten, nämlich endlich Uncharted, Drakes Schicksal, in meine Arme schließen zu können. Das Einzige, was mich noch trennt, ist dieser Grande, Canale Grande, Canyon Grande. Aber zum Glück hat irgendjemand hier eine Seilbahn aufgebaut, deswegen sollte es nicht allzu schwierig sein. Eine lange Reise wartet auf mich und auf euch, deswegen lasst sie uns angehen. Los geht's. Hab den Müll runter. Mama, ich bin an der Arbeit, jetzt stör mich doch nicht. Das ging ja schneller als gedacht. Riecht ihr das? Ich glaube, das ist der Schatz. Wir haben es geschafft. Hinter dieser massiven Mauer aus tausendjährigen Todeseichen wartet der Schatz. Wir können endlich anfangen, Uncharted zu spielen. Einziges Problem könnte sein, denn dahinter lebt angeblich noch ein Monster, was ein direkter Nachfahre des Killer-Karnickels aus Die Ritter der Kokosnuss und Hannibal Lecter sein soll. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt, wobei ich sagen muss, der Gestank, der in der Luft liegt, eine Mischung aus, weiß ich nicht, Tierexkrementen und den verrottenen Leiber meiner Vorgänger. Aber ich bin frohen Mutes und werde mich jetzt definitiv nicht mehr davon abhalten lassen, denn jetzt haben wir es fast geschafft. Also seid bei mir, bleibt bei mir, ich gehe rein. Was soll denn der Scheiß?
Verschwinde, Trixie! Du willst ein Ungeheuer sein, geh zu Mama, ey. Mein Gott, ey, da habe ich ja schon gefährliche Kämpfe bei McDonald's gehabt. Naja, es ist soweit. Lichtes, komm raus, komm zu Papa. Uncharted, Drakes Schicksal, endlich. Mein Gott, was für ein Aufwand. Ihr könnt einfach gemütlich ins Geschäft gehen und es euch verkaufen. Ich muss ein paar Abenteuer erleben, aber es war es wert. Es war es wert, es war es wert. Verdammt nochmal. Jetzt aber zurück nach Hause, ich freue mich. Oh, Alter, ich werde zu alt für diesen Scheiß, ey. Aber es hat sich gelohnt, unglaublich. Ein harter Kampf, ein großes Abenteuer. Mir hat viel Spaß gemacht und euch hoffentlich auch ein bisschen. Und ich habe es mitgebracht. Endlich! Uncharted Drake's Schicksal in meiner Hand und jetzt gleich auch in der PlayStation rein. Dann können wir endlich loslegen, denn wir haben lange genug drauf warten müssen. Aber dann kann ich euch noch ein bisschen was von dem zeigen, was das Spiel nun mal wirklich ausmacht. Und wir haben ja auch schon ein bisschen was gesehen. Es lohnt sich definitiv. Deswegen also, fangen wir einfach mal an. Ich mach's dann schon mal rein und dann legen wir jetzt eigentlich auch direkt los. Ne? Also, kein Problem. Micha, eine Sache noch. Was denn? Ja, es tut mir ehrlich leid, aber Sendung ist zu Ende. Die Sendung ist. Du hast jetzt also theoretisch noch 1 Minute 50 Sekunden um da, aber also ich weiß nicht, ob es das noch lohnt. Wie? Ja. Du meinst, ich habe den ganzen Scheiß gemacht und jetzt habe ich nur noch keine Zeit mehr oder was? Ja, so kann man das. Ey, das kann doch nicht sein. Ich habe mir voll den Arsch aufgerissen und irgendwie jetzt habe ich hier das Spiel und dann habe ich jetzt aber keine Zeit mehr. Können wir da nicht irgendwie was dran machen oder sowas? Ist doch irgendwie. Das ist alles leider von Felix. Guck mal. Uncharted. Direkt Hilfsfall. Danke, alter Mann. Nehme ich mit für Sendung. Ja. Anschauen. Oh Mann. Naja. Naja, gut, okay. Aber das fand ich jetzt nicht fair. Irgendwie, ich habe die ganze Arbeit und Felix hat den ganzen Spaß und außerdem eine Chipstüte. Irgendwie, der gewinnt immer. Das ist echt. Mann. Naja, okay. Na gut, dann habe ich wenigstens die Gelegenheit, dann gehe ich jetzt auch gleich rüber und guck mir da ein bisschen an, wie die mein Spiel spielen. Und naja. Aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert und fürs nächste Mal bin ich mir auf jeden Fall sicher, da werde ich dafür sorgen, dass das Spiel vor Beginn der Sendung endlich hier ist. Ne, Flo? Also, das passiert mir ja, nicht noch mehr. Leid, Entschuldigung. Ja, ehrlich, ne? Ich hab das verpeilt. Kastenbier. Ja, kennst du das? Übliche. Naja, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall habe ich jetzt eine Woche Zeit, erstmal mich wieder ein kleines bisschen zu erholen und dann in der nächsten Woche wieder frohen Mutes an den Start zu gehen und ist es weg? Naja, frohen Mutes wieder an den Start zu gehen, ich brauche die Woche, glaube ich, auch auf jeden Fall. Und dann gibt es wieder auch ein grandioses Thema, denn auf vielfachen Wunsch machen wir nochmal Eye of Judgment, zumindest in einer kurzen nochmal Betrachtung. Und da werde ich mir auch jemanden dazu holen, der sich mit diesen Card Games deutlich besser auskennt als ich. Wer das genau sein wird, lasst euch überraschen, auf jeden Fall in der nächsten Woche dazu dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Es gibt ja mittlerweile auch die neuen Booster Packs und das ist ja letztendlich das, was wirklich bei den Spielen, bei diesen Kartenspielen am meisten Spaß auch macht. Bis dahin kann ich nur wiederholen, schickt mir weiterhin eure Mails mit den Fragen, haltet mir auf jeden Fall da auch noch weiterhin die Treue. Ich verspreche, ich versuche alles zu beantworten und was ich nicht weiß, macht euch hoffentlich nicht heiß. Dabei wünsche ich euch jetzt erst nochmal viel Spaß. Jetzt geht's weiter mit Giga Games und Uncharted Drake's Schicksal. Ich hoffe, der Thementag geht genauso witzig weiter und wir sehen uns nächste Woche 21 Uhr. Ciao!